Wasser und ich bin Gitarrenlehrer an der Städtischen Musikschule in Ellwangen. Ich unterrichte hier Gitarre seit 2009, also schon das 11. Jahr. Das Stück war es eben eine Etüde von Mauro Giuliani, einem italienischen Gitarristen. Und wenn man da so auf die linke Hand schaut, da passiert eigentlich gar nicht viel. Weil man einfach einen Akkord greift. Und der Akkord, der wird dann mit den Fingern der Anschlagshand gezupft und dann entsteht ein mehrstimmiger Akkord und daraus kann dann auch eine kleine Melodie sich herauslösen, in dem Fall im Bass. Die Finger der linken Hand, wir haben ja eigentlich 5 Greifen, aber nur vom Zeigefinger bis zum kleinen Finger. Der Daumen unterstützt die Hand. Das ist sehr wichtig. Also ohne Daumen würde das Ganze auch gar nicht gehen. Man würde dann quasi immer so in die Seiten hängen müssen. Also der Daumen ist ein wichtiger Gegenspieler. Die Finger werden unabhängig trainiert. Das heißt, wir müssen es lernen, ganz verschiedene Griffe zu meistern und auch Druck zu halten und zu lösen. Das ist gar nicht so einfach. Die Kinder beginnen das meistens, indem sie einstimmige Melodien spielen und mit einem Finger spielen. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt nur alle meine Entchen spielen muss. Ich kann auch eine Melodie spielen und die begleiten.